Hey du! Schöne Hutsches! Was kann man hier machen? Jella, komm! Was kann man hier ausleihen oder machen so? Hier kann man immer einen Fußball ausleihen oder einen Basketball oder den Kö zum Billard spielen. Mhm. Auch die PlayStation-Controller zum PlayStation spielen. Hier kann man spielen. Yeah. Mann, komm. Das ist hier die Werkstatt. Das ist das Mädchenhaus. Ich muss schnell rausgehen. Übrigens, jeden Freitag ist das ganze Haus nur für Mädchen. Jalla, komm. Man kann am Tresen auch Essen kaufen, zum Beispiel Pizza und Sandwiches und Yum-Yum-Suppe. Mhm. Genau, das kostet alles nicht viel Geld. Wir versuchen, dass das so günstig wie möglich ist. Aha, krass. Sehr cool. Was kann man hier machen? Hier könnt ihr T-Shirts oder Stoffbeutel besiebdrucken. So, dann hat man hier die Motive auf den Sieben drauf. Mhm. Und danach macht man Farbe auf das Sieb und zieht die Farbe über das Motiv rüber. Mhm. Und dann kann man das raufdrucken. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch gerne ausprobieren. Das ist die Skithalle. Jalla, komm. Komm doch, Mann. Nur Motivation, gute Laune, ja, immer gute Laune Skateboard fahren. Und auch immer nett und freundlich sein ist auch sehr wichtig. Und weil ich schön finde, dass hier so unterschiedliche Menschen sind, die hier auch das Acapulco besuchen. Also ja, in der Skateboardhalle sind manchmal ganz andere Menschen als hier in der Chill-Area oder am Tresen hängen. Und das ist für mich auf jeden Fall eine Motivation, hier zu sein und das mitzumachen und viel auch mitzunehmen. Und ich denke, dass das auch genau die Jugendlichen genauso viel mitnehmen können sozusagen, weil man einfach zusammenkommt und sich miteinander irgendwie sich auch trifft und miteinander zu tun hat, was man vielleicht manchmal sonst nicht so hat. Stop the meeting.